Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part wurden wir gefangen genommen und haben uns aber retten können. Und zurzeit befinden wir uns in einem Gamecube-Raum. Aber ich gehe nochmal kurz zwei Räume zurück. Denn ich möchte hier nochmal kurz was holen. Zack. Nämlich hier gab es noch etwas, wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen, nämlich eine Einkaufsmaschine und eine Schatzkiste. Zack. Ein Reißzahn. Aha. Was ist denn das für eine Maschine? Wow. Ein Verkaufsautomat. Wie wunderbar. Was brauchen wir denn? Was haben wir nicht genug? Komm, ein Apfelgel kann nicht schaden. Zack. Okay. Hat sich weniger gelohnt. Komisch. Naja, dann kann ich sie ja auch benutzen. Genau. Und die stehen öfters. Halt manchmal irgendwo rum. Und das ist sehr praktisch, wenn man mal unterwegs was braucht. So, und jetzt aufpassen, dass wir nicht in einen Gegner laufen. Zack. Zack, wollte ich sagen. Ja, klar. Zack. Und zack. Der Fußsoldat hat keine Chance. Den machen wir mit ein paar Schlägen einfach fertig. Ah, aber er kann blocken. Und ich bin zu blöd zum Blocken, wie man gerade unschwer feststellen kann. So, jetzt. So, Sword Rain. Und down ist er. Zack. Apfelgel. Toll. Hatten wir doch gerade eins gekauft. An dem laufen wir gewieft vorbei. Und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Gamecube-Raum hier. Das ist nämlich ein kleines Rätsel. Hier sieht man halt ein, ja, 90 Grad, 180 Grad und 45 Grad. Und je nachdem dreht sich dann die Gamecube auch. Und machen wir einfach mal das Spielchen hier. Zack. Und man sieht, dass sich jetzt irgendwas in diesem Raum getan hat. Wow, das komische Ding in der Mitte des Raumes hat sich gedreht. Und ich glaube, das Licht da hat aufgeleuchtet. Hm, ich höre etwas hinter der Tür auf der Seite, wo das Licht aufgeleuchtet hat. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Tschack. Und ja, die Tür ist nämlich jetzt hier offen. Und nein, die falsche Tür. Zack. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Eigentlich hat mich gewundert, dass die Tür jetzt auch offen war. So, der grüne Punkt war da oben, ne? Wir wollen aber den roten Punkt erstmal aktiviert haben, damit wir noch einen Pelz kriegen. Und den möchte ich ungern zurücklassen. Zack. Also drehen wir das jetzt noch einmal um 180 Grad. Hm, vielleicht dreht sich das Ding in der Mitte um denselben Winkel wie auf dem Boden angezeigt. Hey, ich bin ganz schön clever, was? Ja, nur dass du um einiges länger gebraucht hast. So. Eben waren noch diese Elektrizitätsdinger da, deswegen konnten wir nicht schießen. Zack. Und ich finde das ein sehr nettes Gimmick, dass die hier einfach so einen silbernen Gamecube aufgebaut haben. Und wir durchschreiten jetzt nochmal die Tür hier. Ah, genau. So sollte der Raum aussehen. Und wir haben... Oh, ein magisches Tuch war es. Naja. Hier können wir nicht lang. Die ist verschlossen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und deswegen drehen wir das ganze Ding jetzt nochmal um 45 Grad. Dann nochmal... Ja, um 90 meinte ich. Dann nochmal um 45 und dann nochmal um 180. Und wir können weiter vorschreiten. Passage zum Hangar offen. Ja. Keine Ahnung, was uns das bringen soll. Aber wir machen hier einfach weiter. Und... Ey, zack. Das ist immer doof, dass nur zwei Elektrizitätskugeln auf einmal auf dem Feld sein können. Aber wir haben es ja geschafft. Passage zum Kontrollraum ist offen. Schön. Dann gehen wir auch direkt mal dahin. Und mal sehen, was es hier noch so alles gibt. Oh. Ah. Hey, du, was hast du hier zu suchen? Oh, schnell weg. Ach, doch einfach in den nächstbesten Raum. Wird schon schief gehen. That was close. And just who the hell are you? Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Give me your name and I shall give you mine. You certainly have guts. But I'm afraid I don't see the need to introduce myself to a miserable little creature like you. What a coincidence. Lloyd ist ziemlich frech.
Because I don't see a need to introduce myself either to a moron who doesn't realize how pathetic he is. Why, you little... An X-Sphere? You're... Lloyd? And if I am? I see the resemblance. Oh. Ja, Lloyd ist mutig, auf jeden Fall. Oh, den kennen wir doch. Oh. You're the Desaian that attacked Azalea. So you're Lloyd. Now this is amusing. Boda, I'm leaving for now. Our plans will be ruined if he sees me. What of the Chosen? I'll leave that to you. Understood. Lloyd, the next time we meet, you're mine. Just you wait. Ja, wir haben Zeit. Das ist also der Bote, ja? Der es so kompliziert mag. Lloyd, are you okay? Are you alright? Are you hurt? He looks fine. Yeah. You guys all came for me? Perfect timing. I'll take care of everyone at once. Get ready. Der hat Nerven, der Bota hier. So. Du magst es also kompliziert, ja, Freundchen? Das kannst du haben, ey. So. Zack! Da! Und jetzt kriegt er erstmal voll aufs Maul. Oder wir. Aber das ist mir jetzt verdammt nochmal egal, weil wir sind wieder zu viert unterwegs. Und das ist wunderbar. Jetzt machen die Kämpfe auch wieder viel mehr Spaß als vorher. Jetzt geht's so richtig los. Zack! Der erste Gegner ist down. Und ja, Kratos macht Bota einfach fertig. Soll er machen. Denn wir machen hier erstmal die Fußsoldaten fertig. Die nerven nämlich. Boah, 4200 Lebenspunkte hat der Gute. Zack! Aber ein schickes Schwert, das muss man ja schon sagen. So, Kratos habe ich mal kurz ein wenig zur Seite geschoben. So, und hauen wir weiter auf Bota drauf. Zack! Blöde Sau, du. Komm her. Oh, Kratos, du lässt dich treffen. Ich bin enttäuscht von dir. Und deiner Kämpferart. Zack! Nein, hat er wieder öfters gehauen, als ich gedacht habe hier. Ah, schön. Also, ja, hat Genius wahrscheinlich Colette und Kratos gefunden und hierher gerufen. Und, ja, dadurch sind wir erstmal gerettet, weil Lloyd hätte sich bestimmt hier nicht mehr allein aus der Misere befreien können. Zack. Oh nein, greift die nicht an. Zack, tadadadam. Wie viel hat er denn noch? Oh ja, die Hälfte haben wir schon. Zack. Oh nein, er hat einen Kraftschub, das ist arg beschissen. Zack. Weil dann haben die keinen Rückstoß mehr und können einfach wahllos angreifen. Und deswegen bleibe ich lieber ein bisschen weiter hier hinten. So, und es ist weg. Nein. So, jetzt kriegst du erstmal wieder ein Sword Rain reingedrückt. Ah. Boah, der kriegt sowieso total selten einen Rückstoß. Das ist doch unfair. Zack. Aber jetzt... komm, Leute, hau drauf. Und ich sehe gerade hier... dass Genius keine Magie mehr hat. Deswegen bewegt er sich ins vordere Feld. Und das ist ein bisschen unpraktisch. Zack. Und auch Kratos könnte mal wieder etwas gebrauchen. An Orangengel. Damit er auch wieder gut heilen kann. So, und weiter auf Bota drauf. Gleich dürfte er Geschichte sein. Zack, Sword Drain. Oh, 300 noch. Komm, das schaffen wir noch. Oh nein, er macht einen Mega-Zauber. Stalagmite, Hilfe. Oh. Voll getroffen. Aber ich habe zu spät reagiert. Ich hätte es kommen sehen müssen. Oh, Genius. Oh, Genius, hättest du nicht noch ein bisschen durchhalten können? Zack, dann beleben wir ihn einfach wieder und hauen Bota kurz und klein. Zack. Und alle ein Level up. Wunderbar.
Und wir haben einen Giftblocker erhalten. Schön. I underestimated your abilities. Ich glaube, das war ihm ein wenig zu kompliziert. Aha! Oh, Rain. Isn't this a... Professor! Oh, Lloyd. Genus told me what happened. I apologize for the trouble he's caused you. No, I'm the one that dragged Genus into it. I'm sorry. Save the chit-chat for later. We shouldn't stay here long. You're right. I opened the escape route just now. Let's go. Und ja, wir flüchten aus der Basis. Nuich, du bist auch hier. Eine Frage. Das kristalline Objekt auf dieser Waffe, ist das ein Exfield, die Genus erwähnt hat? So scheint es. Ach ja, du verwendest ja auch ein X4. Das ist dir also aufgefallen. Stell dir mal vor, was sind denn die X4s eigentlich genau? Das zu erklären dauert eine Weile. Reden wir darüber, wenn wir in Trials sind. Ja, okay. Nur ich. Gehen wir. Und ja, unsere Gruppe hat sich wieder vergrößert. Und warum kann ich gerade kein Y drücken? Was ist das denn für ein Schmarrn? Ah, jetzt geht's. So, und jetzt fängt schon an. Vergesst, was ich gesagt habe. Es fängt noch nicht an. Aber ich kann es vorsorglich schon mal verraten. Dann kann ich nämlich frühzeitig handeln. Rain ist auch ein neues Teammitglied, aber die kommt wohl erst gleich nach dem nächsten Gespräch hinzu. Und dann könnt ihr ja schon mal schreiben, ja, welche 4 ihr im Team haben wollt, beziehungsweise wen ich denn dann rausschmeißen soll. Und, ja, normalerweise würde ich, glaube ich, Colette rausschmeißen und Rain rein, weil sie ist eine Heilerin und ist eigentlich recht praktisch. Aber würde ich sagen, gehen wir ab nach Triad. Erkenne den Feind, Lloyd. Was? Fragezeichen. Der Kampf vorhin. Willst du mir sagen, dass ich dir im Weg war? Du warst nicht schlecht. Offenbar hast du dich ein wenig verbessert. Bitte? Du musst mehr über dich und deinen Gegner lernen. Wenn du deine Fähigkeiten kennst, kannst du den Gegner effektiver bekämpfen. Manchmal wirst du gegen Gegner kämpfen, die dich vergiften können. Manchmal werden deine Fähigkeiten durch Magie blockiert. Den Unterschied zwischen Erkennen und Nichterkennen dieser Gefahren und wie man sie vermeiden kann, ist enorm. Nur das Schwert hin und her zu schwingen reicht nicht. Vergiss nicht, dass auch das Lernen zu Stärke führt. Kratos? Ich hab schon zu viel geredet. Los geht's. Trödel nicht herum. Kombos und Statuseffekte wurden dem Trainingshandbuch hinzugefügt. Juhu! Das habe ich noch nie in meinem Leben reingeguckt. Okay, wir sind in Triad angekommen. Ich bin fix und fertig. Ich brauche eine Pause. Ja, gehen wir zum Gasthaus und reden dort. Anders ausgedrückt sind diese X4s Verstärker, die unsere schlummernden Fähigkeiten wecken. Oh, ob ich wohl auch einen verwenden könnte? Das wäre schwierig. Ohne Schutzfassung zerstören X4s den Körper. Können wir nicht eine Schutzfassung herstellen? Wie gesagt, eine Schutzfassung wird durch das Verarbeiten von Hemmerz hergestellt. In das Erz wird ein Spruch graviert, der den X4 zügelt. Das ist eine geheime Kunst, die nur den Zwergen bekannt sein soll. Ja, ich kann den Spruch gravieren, aber nur mein Papst könnte das Erz verarbeiten. Ist unter diesen Sachen zufällig etwas Hemmerz? Die hat voll den Krempel.
Rain, hast du das von zu Hause mitgebracht? Natürlich, das sind wertvolle Forschungsmaterialien. Dies ist eine heilige Vase aus dem Balakrov-Mausoleum. Dies ist ein mit Juwelen besetztes Schwert aus dem Tempel von Martell. Das hier ist eine Priesterkrone aus den Ruinen von Asgard. Dies ist Gelberz aus den Hima-Minen. Was zum... Das ist doch alles Müll! Was sagst du da? Kenner der Kratos, immer schön abseits. Ja, ja, ja. Dum, dum, bum, bum. Das ist doch... Ach, das habe ich vor den Menschenfarmen gefunden. Es hatte eine Gravur in der Sprache der Engel. Daher habe ich es mitgenommen. Professor, das ist eine Schutzfassung. Die Gravur ist schon ziemlich abgenutzt. So kann man sie nicht verwenden. Das bringe ich in Ordnung. Keine Sorge, Professor Rain. Morgen können Sie in X4 anlegen. Wirklich? Danke, Lloyd. Tut mir leid, dass du dir diese Arbeit machen musst, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Okay, fertig. Jetzt bringe ich sie Professor Rain. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich beende hier vorerst den Part und im nächsten Part, ja, bringen wir den X4 Professor Rain und spielen einfach weiter. Also dann. Ciao.